Morgen. Ready to rumble? Ready to rumble. Ready or not, here I come. You can hi. I'll find you. Die Jungs auch wach? Sollten. Für Wetter, oder? Ist geil, oder? Ich schwöre, perfektes Wetter. Also was heißt perfektes Wetter? Aber so dieses nicht zu kalt, nicht zu warm. Sonne kommt trotzdem durch. Ja. Und ist nicht bewölkt. Also ich glaube, Regen ist heute auch nicht, ne? Ne. Geil. Okay, und ich ready? Und dann geht's ab, Kilometer sammeln bis zum nächsten Vorort. Es sind auch nur noch 200 Kilometer bis Paris. Wie lange hatten wir uns gegeben? So 2-3 Wochen Eingewöhnungszeit ungefähr. Erste Woche ist um, also ungefähr noch so maximal 2 Wochen. Teilen wir uns die auf, die 200 Kilometer. Ich gehe los, später. Später. So Leute, back on road, Tag 9 mittlerweile, im schönen Frankreich. Wir arbeiten uns zum nächsten Vorort hin. Mal gucken, ich erwarte eigentlich heute wieder nur Landstraße. Gestern war geistkrankes Gewitter, sehr viel Regen, sehr viel Wind, sturmmäßig, auch sehr kühl gewesen. Aber heute ist optimales Wetter. Ich glaube, ihr wisst schon, wenn ich jetzt mal so wetterberichtmäßig wiedergeben kann. Also es ist so relativ warm, nicht zu warm, aber nicht zu kalt. Sonne kommt raus, ist aber nicht bewölkt, wie ihr seht. Aber es ist trotzdem so dieses Wetter, wo du so eine ganz leichte Jacke anziehst. Weil mit T-Shirt wäre es ein bisschen zu frisch. Also eigentlich super Laufwetter. Sehr angenehm. Mal gucken, was uns heute erwartet. Ja, ich denke wieder viel Landstraße. Ich hoffe, die Landstraße ist heute nicht so befahren. Ja, wir gucken mal. Da ist auch Hunde hier wieder. Super. So, Navi hat mich jetzt ein bisschen anders geführt. Jetzt bin ich auf so einem entspannten Feldweg. Außen hier an den Gleisen. Mittlerweile auch meine Jacke ausgezogen. Körpertemperatur ist gestiegen und ein bisschen warm. Bei so heißen Tagen versuche ich immer zu wenig. Man muss sich unnötig nochmal provozieren, noch mehr zu schwitzen. Ist doch mehr Mineralienverlust. Muss ich danach einfach noch mehr zu mir nehmen. Durch Elektrolyte. Deswegen packt euch im Sommer nicht zu dick an. Unnötig. Auch dieser Mythos, dass ihr diese Schwitzanzüge anzieht, dass wenn man mehr schwitzt, dass man mehr Kalorien verbrennt, das ist Blödsinn. Das ergibt nur Sinn, wenn ihr wirklich irgendwie Gewicht machen müsst für einen Wettkampf und eine bestimmte Kilogramm auf die Waage bringen müsst, wie beim Boxen oder Kampfsport allgemein, dann macht es Sinn, solche Schwitzanzüge oder extra dicke Jacken anzuziehen, um extra mehr zu schwitzen. Aber Übermaß an Schweiß hat nichts mit dem Kalorienverbrauch zu tun, gar nichts. Ihr verbraucht einfach nur noch mehr, Körper wird einfach nur unnötig mehr Mineralstoffe entzogen und ihr seid anfälliger auf Müdigkeit, Krämpfe etc. Und die meisten nehmen dann danach nicht genug Elektrolyte zu sich und fühlen sich dann ausgelaugt. Also macht nicht diesen Fehler. Heute wurde ich offiziell fast vom Auto überfahren. Ohne Scheiß. Er ist an mir vorbeigebrettert. Das Problem war, ich konnte nicht mal richtig an die Seite gehen, weil der Mittel, also dieser Abstellstreifen, der war offiziell 1/2 Meter. Und dahinter war so eine Kuhle, also, weißt du, dieser Holzding, also Rasen, aber was so tief ging. Ich konnte da nicht rübergehen, es gab keinen anderen Weg, was soll ich machen? Ich übertreibe nicht, ist so ein Stück an meinem Dings. Meine Cappy ist weggeflogen. So ein Druck mit Dings. Sehr reich an Bromelain. Senkt die Entzündungswerte im Körper. Gut gegen Muskelkater etc. Hat auch Verdauungsenzyme. Boah, schmeckt gut, wa? Was ist los? Was ist? Heute auch wieder Waschtag. Ja, wir haben hier so eine Waschmaschine, ne? Ja. Boah, das ist schon ein Gamechanger, ich schwör's dir. Das ist schon krass. Dass sie sowas anbieten hier? Ja. Schon krass. Das ist ganz geil, was ich... Also... Ich check's nicht, ehrlich. Paula hatte, weiß ich, in der Dusche so diese kleine grüne Seife. Das war Paul's Seife. Und er sagt, endlich normales Shampoo. Ich sag so, was meinst du? Er so, ja, dieses Gel-Shampoo. Ich so, welches Shampoo hast du denn davor benutzt die ganze Zeit? Er so, ja, das war's dann. Und seit Wochen teilt Paul, Adet und Pauli sich diese normale Handseife. Aber warum liegt der denn da? Keine Ahnung. Es ist meine parfümfreie und seifenfreie alternative Wäsche. Ja. Das ziehe ich mir überall durch. Ja, ich auch. Ich auch. Boah, Bruder, ich kotze gleich. Ich will jetzt ernst. Okay, bitte benutzt jetzt als euer Shampoo, was ihr 4-5 Mal jetzt schon gekauft habt. Minus 3 Grad steht da drauf. Das ist zum Abkühlen. Was machst du? Flossing nennt man das. Man schnürt das ab. Dadurch wird der Blutfluss verhindert und das hält man dann so für ein paar Sekunden an, bis du merkst, okay, da kommt kein Blut mehr durch
und dann nimmst du das ab und dann fließt komplett neues, frisches Blut rein und wird neu mit Sauerstoff versorgt. Hilft der Zellerneuerung, Regeneration etc. Kann man dann so dreimal hintereinander wiederholen, so optimale Sache. Gibt's auch keine Begrenzung, das kann man jederzeit neu machen. Hast du Hunger? Yes. Was gönnst du dir? Guck rüber. 50 Cent musst du dann bezahlen, wenn es warm ist. Das ist auch crazy. Aber also nehmen wir. Auch. Ja, wie kommt die Pizza jetzt raus? Nein! Wow. Oh, die ist richtig heiß, ne? Wow, was? Das ist meine, glaube ich. Ah. Das riecht gut. Und der ist 24-7 auf, der Automat ist gefährlich. 7 von 10 ist es schon krass. Hat jetzt 3 Minuten gedauert, ne? Ah, jetzt kommt deine noch. Die zweite kommt jetzt noch. Gib sie mir. Das sieht doch stark aus, oder? Ja, deine sieht auch super, super aus. Du empfohlen hast. Aber ist wenn klein, die nicht schmeckt, ne? Dann weißt du doch. Das Problem ist, wenn die jetzt gut schmeckt, der Automat ist 24-7 offen. Pizza Challenge? Später. Alle 3 Minuten. Du musst. Die Challenge ist, die Pizza aufzuessen, bevor die nächste kommt. Wie lange hat die gedauert? 3 Minuten. Mhm. Ja. Das ist crazy. Aber ist nicht geschnitten, ist weg. Noch wie dürrem Rollen. Der Käse und so zieht sich auch. Ja. Schmeckt ehrlich gut. Das sieht doch frisch aus, oder? So der Lachs und so. Wir reden ja von der Pizza, die aus dem Automaten kam. Top. So, Abendmahl. Ich habe hier so Hackfleisch. Dazu mache ich mir jetzt hier noch so ein paar Eier rein. Ein bisschen Eiweiß, brauchen die Proteins. Mal schön klein schnitzeln. Und dann schlage ich noch die Eier rein und dann optimales Aminosäureprofil. So. Trinkgastmahlzeit. Ich liebe das, ja. Hackfleisch mit Ei. Beste. Guten Appetit. Guten. Na? Mhm. Ich verstehe nicht, wie man keine Oliven mögen kann. Nee, auch nicht. Paul macht sich da Würstchen. Super. Sonnenuntergang genießen. Abenddämmerung. Essen. Neue YouTube-Videos online. Super. Was geht? Schlafen die Jungs noch? Ja. Ja, Wetter ist gut draußen, ne? Die sehen sehr gut aus. Ich würde sagen, ich will mich anziehen. Mhm. Dann geht's los. Guten Morgen. Ready? Mhm. So Leute, neuer Tag, neues Glück und wir starten wieder bei Null. Jeder Tag beginnt bei Null, 0 Kilometern und wir versuchen uns weiter ranzuarbeiten. Heute laufen wir wieder in so einen kleinen Vorort. Ich glaube, da ist ein bisschen mehr los. Hoffentlich wieder ein Supermarkt, wo man dann theoretisch wieder was einkaufen könnte etc. Wetter ist super, ich fühle mich auch gut. Mal sehen, was uns heute so Schönes erwarten wird. Endlich mal wieder Feldwege, ja. Jetzt hier neben der Straße ist hier so ein schöner Feldweg. Auch der Boden ist eigentlich relativ glatt, nicht so viele Schlaglöcher. Auf jeden Fall viel angenehmer als die ganze Zeit, wenn die Autos an dir vorbeifahren. Gab schon ein, zwei Momente, wo man wirklich Angst hatte, dass das Auto einen mitnimmt. Gott sei Dank ist jetzt nichts passiert. Also wir nähern uns ja immer mehr Paris. Jeder weiß, dass Paris gerade nicht ein, ja, ungefährliches Pflaster ist. Also außenrum um Paris, so um 100 Kilometer Radius, 150 Kilometer Radius, sind ja immer die Vororte mit den ganzen Ghettos. Wir werden auch durch das eine Ghetto, glaube ich, wahrscheinlich laufen müssen. Ich glaube, durch Bondy. Langsam, wenn ich so in die Ferne schaue, sieht man auch immer mehr Plattenbauten. Wir müssen mal gucken, wie wir das machen, dass wir dann nicht irgendwie in ein Gebiet reinkommen, wo wir dann eventuell ein bisschen Probleme bekommen könnten, weil wir ja schon relativ auffallen. Und ich glaube, die merken schon, dass wir nicht von hier sind. Wird schon nichts passieren. Da hinten, ich weiß nicht, ob man das jetzt von hier sieht, aber sieht man wahrscheinlich nicht. Sieht man langsam schon so die Hochhäuser und sowas. Paul hat mir auch schon gerade geschrieben, dass der Standort, wo wir uns normalerweise jetzt treffen sollen, dass es so in so einem Ghetto-Gebiet war. Deswegen sind die jetzt gerade woanders hingefahren und gucken nach einem Standort, wo man dann da sich irgendwie ein bisschen platzieren kann. Mal gucken. Also könnte sein, dass es in den nächsten Episoden auch Spannungseinheiten gibt. Ich weiß nicht, ob man es von hier erkennt, aber langsam sieht man so diese Plattenbausiedlungen immer wieder so verteilt. Mal da, da hinten gab es auch noch einen. Ja, wie gesagt, wir nähern uns immer mehr den Vororten in Paris.
Oh, hier ist so ein Automat, wo man Eier und sowas rausholen kann. Ich glaube saisonal. Auch Käse, Früchte. Ich glaube Honig haben die nicht hier. Hier hat, glaube ich, einer versucht, was zu klauen. Aber voll coole Idee. 30 Eier, 5 Euro. Geht fit? Schöne Bio-Eier. Coole Idee. Hier steht es auch, glaube ich. A la femme du Martin Picot. Porté la à la des saisons. Ja, Saison. Super. Hey, sieht ja voll schön aus hier. Ich bin jetzt hier in so eine kleine Innenstadt gelaufen. Sieht wirklich voll harmonisch aus. Hier so mit einem Brunnen hinten und sowas. Super. Wirklich sehr schön. Voll idyllisch. Erster Dönerladen. Aber zu. Ist voll komisch, gerade irgendwie so ein H&M zu sehen. Wenn man die ganze Zeit gewohnt ist, nur so Landstraßen und Wald und sowas zu sehen, auch wenn man in so einer kleinen Innenstadt ist, irgendwie geht einem voll das Herz auf. Voll schön irgendwie, ja. Das ist auch so eine kleine Galerie. Ich glaube, das ist ein Theater. Sushi. Nein, nein. Das ist New York. Das ist New York, wird nichts angefasst. Haare, Bart, nichts angefasst. Obwohl die Verlockung sehr hoch ist. Oder was denkt ihr? Durchziehen? Oder einmal davor Friseur? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sehr viele historische Gebäude. Sehr viele historische Gebäude. Müssen wir mal googeln, was das alles hier ist. Bonjour. Bonjour. Was geht? Heute mal wieder ein bisschen wärmer unterwegs, ne? Ja, ja. Hast geschwitzt? Ja. Boah, heute war aber geile Strecke, ja, irgendwie. Am Anfang war so viel Landstraße, aber dann bin ich so durch so eine kleine Stadt gelaufen. Schon war mich schön irgendwie. Irgendwie voll so coole Abwechslung gewesen nach den ganzen Landstraßen und Waldwegen. So schöne Gebäude, auch wieder so komisch mal ein H&M zu sehen irgendwie. Richtig komisches Gefühl irgendwie. Ihr meintet, die hatte davor einen anderen Spot, ne? Ich dachte mir, okay, ist ein Parkplatz. Ja. War aber mehr so Parkplatz zwischen zwei Blockhäusern. Und war jetzt ein bisschen, sah nicht ja. So sympathisch aus dort gerade. Aber hier ist gut, ja, hier haben wir wieder Einkaufsdings. Genau, jetzt wird der Parkplatz. Sogar Decathlon und so. Ja. Gut, können wir die ganzen Akkus und so aufladen. Bauch und Chor, sehr wichtig. Ich mache jetzt so 3x3 Minuten Planks, normal. Dann 2x3 Minuten jede Seite, also seitliche. Und dann noch so Sit-Ups und Crunches und sowas. Geht ungefähr so 20 Minuten, halbe Stunde ungefähr. Passt das. Yo, Bro, komm mal her. Hast gepennt, oder? Oder Powernap. Komm mal her, wir müssen mal kurz was besprechen. Und zwar, wir haben eine Anfrage bekommen. Wir kriegen eventuell exklusive Einblicke in die Olympischen Spiele in Paris. Die sind ja dann. Haben wir ja schon ein paar kommentiert so. Wir haben jetzt die Möglichkeit von einem Partner, wir können ja jetzt noch nicht so Details sagen, eventuell da so ein bisschen genauer hinzuschauen. Für ein paar Tage können wir da, keine Ahnung, uns ein bisschen austoben. Wie sieht's aus? Hättest du Bock? Safe, oder? Coole Sache, oder? Schon geil, ja. Spiele? Irgendwie den Marathon besuchen oder sowas? Stimmt, da ist ja auch Marathon und so. Sind ja auch die Weltspitze, ist ja da. Ich glaube, Olympische Spiele ist ja alles. Also Laufen, Leichtathletik. Triathlon gibt's auch. Ich weiß aber nicht, wann der ist. Triathlon ist auch da. Ja, wäre krass. Also wenn man da die Möglichkeit hat, warum nicht? Weil es ist ja jetzt eh erstmal Ziel. Und was wir nicht vergessen dürfen, wir haben jetzt hier auch schon ein paar Leute kennengelernt, so. Paris ist ja Ausnahmezustand dann. Das haben wir, glaube ich, so gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass da dann ganz schön Chaos ist. Stimmt, das haben auch manche kommentiert in den also beim letzten Video. Ja, deswegen müssen wir da sowieso generell mal gucken, was wir und wie wir das da machen. Mhm. Aber das wäre jetzt eine Option. Futur in Paris, ja? Boah, ja. Futur Paris. Boah, man könnte mies geile Sachen machen, ja? Kommt halt drauf an, wo man halt alles reinkommt, wie sich das alles entwickelt. Die Leute können ja mal reinschreiben, was so Sachen sind. Ich habe nämlich nicht so Ahnung, was da jetzt alles so stattfindet. Zeremonien oder sonst was für Termine gibt. Mhm. Weil wenn das passt, machen wir kurz einen Break da. Bro, hast du sogar nicht Basketball dort, Artet? Basketball ist auch dort, glaube ich, oder? Das olympische Dings. Oder einfach, ist ja Amerikas auch da. LeBron, Steph Curry, Kevin Durant. Boah, oder als ob wieder Karten kriegen, ja. Wann ist der Marathon? Ne? Marathon? 10. August. 10. August. Ist am Wochenende, ne? Aber dann müssen wir ein paar Tage dort bleiben. Wenn wir da alle paar Sachen machen. Wir verlieren zwar ein paar Tage, aber ich glaube, vom Content kann ich mir schon geil vorstellen. Ist ja eine einmalige Sache. Wann sind die nächsten Olympischen Spiele? Stimmt, Bruder, wie laufen wir gerade ein? Wann fangen die denn an? Bin ich schon los jetzt irgendwie, morgen? 26. Zwischen 26. und 11. August. Super. Gucken wir mal. Schon Oschi.
Schön scharf. Karotte mit Honig, neuer Gamechanger. Bombe. So, heute hat ich mies Bock auf Lachs irgendwie, ja? Protein. Tut es, bei Lachs brauchst du mal kein extra Öl reinmachen, weil eh schon Lachs sehr fettig ist. Und hier wird wieder Wasser vorbereitet für Ravioli und dazu noch Reis für den Lachs. So Tüten Vollkornreis. Ich habe zum ersten Mal haben wir Dings gefunden, ja? Orangina Zero. Es war nicht kalt, aber kann man machen. Lachs perfekt geworden, guck mal. Außen schön crunchy und innen drin trotzdem saftig. Mhm. Sehr gut. Guten Appetit. Ziegenkäse ist das, ne? Mal, wenn ich schon mal Schafskäse habe, bin ich in Frankreich irgendwie, bin voll auf Ziegenkäse gestoßen, ja? Geil. Ich bin eh so jemand, dass ich dann an einer Sache erstmal dann so richtig satt ist und dann. Was soll ich? Und dann komme ich wieder darauf zurück. Ja, ich. Obstgrößte Süßigkeiten. Ananas, Erdbeer. Mhm. Du musst die Karten vernünftig mischen, Jungs. Erste Runde habe ich verloren. Jetzt lass mich gewinnen, weil mein Video ist, ne? Ich schwöre, bei UNO können Freundschaften enden. 5, 6, 7. Verlierer fängt an. Ich wünsche mir grün. Oh, im Auszeit. Was ist das denn, Digga, ja? Du hast gemischt. Adet. Ich spüre irgendwie eine Verbündnis von euch gegen mich. Es tut mir halt echt leid, Alter, Rot. Yes. Adet. Adet. Doch, Mann. Kann man so spielen, ja, ne? Ja, jetzt ist er wieder dran. Ich bin dran. Uno. Du musst Power stoppen. Rot. Du hast nicht UNO gesagt. UNO. Du musst nochmal ziehen. Yes! Bro, das wurde noch gar nicht gelegt. Du, ich leg das. Das sind deine, sagen, deine Spielregeln, Bro. Deine Spielregeln. Du musst jetzt nochmal ziehen. Zieh eine Karte, mein Lieber. Yes. Bitte schön. Was? Rot, willst du? Rot, ja. Bitte schön. Raus. Oh, ja! Ja! UNO. Weiter. Man müsste einen gesehen hinter der Kamera. Ein paar Platz gerade. Es ist mies sauer. Ja, ja, ja. Uno, Uno. Welche wünschst du dir? Blau. Uno, Uno. Scheiße. Wieder zweiter. Beatet immer wie beide, Dicker, ja? Ja, ja. Oder kann doch nicht wahr sein, ja? Setz aus. Setz aus. Ich bin dran. Ziehen. Uno. So. So. Ich wünsche mir rot. Setz aus. Dann mach mal grün, bitte. Okay, sehr gut. Never ending. Aussetzen. Nochmal. Uno. Und zieh noch vier, bitte. Ich bin dran. Uno. Uno. Uno, Uno. Das ist hart. Reich für heute, ich spiele nicht mehr. Ich glaube, Puls ist höher als beim Laufen, oder? Ja. Yeah. Hast du noch Hunger? Einfach nur ganz Baguette gekauft. Mhm. Oh, super Wetter. Und dann? Wie Schlaf. Nee, jetzt pennen. Bis morgen. Bis morgen. 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 Wieder schön geregnet, ja. Ich habe übertrieben unruhig geschlafen. Ich bin sehr oft wach geworden, sehr unruhig. Gefühlt gar keine Tiefschlafphase gehabt. Ich würde sagen, ich gehe los. Okay. Wir sehen uns dann später. Später. So Leute, guten Morgen. Tag 11 in Frankreich. Heute echt nicht gut geschlafen. Also wirklich Katastrophe. Gar keine Tiefschlafphase gehabt gefühlt. Sehr oft wach geworden. Wetter ist auch regnerisch heute, sehr bewölkt, sehr düster. Aber ja, immer weiter Richtung Paris. Nächster Spot haben wir schon angepeilt. Das heißt Kilometer sammeln. Mal sehen, was uns heute so alles erwarten wird. Ich sehe schon die nächste Landstraße. Let's go. Super. So, ich bin jetzt hier auf dem Feldweg, genau neben der Autobahn. Hier an der Seite rasen die Autos vorbei. Und ich habe jetzt hier einen spannenden Weg. Den mache ich immer wieder, aber für Gehpausen, weil hier die Schlaglöcher sehr tief sind. Lieber kein Risiko. Das Wetter ist auch sehr schwül geworden mittlerweile. Also es ist warm, aber durch die Nässe klebt mein ganzer Körper. Es ist so richtig unangenehm. Wieder sehr komische Wege, aber ich bin hier gleich auf dieser Straße. Schuhe sind klitschnass. Hat sich festgesaugt wie in so einem Schwamm. Alter, sind die Schuhe festgesaugt. Immer die ganze Zeit dieses Geräusch jetzt.
Gas geben. So, hier lang. Was geht, Hombres? Bonjour. Jetzt sind wir wieder im Dorfleben. Gestern war ein bisschen mehr Stadtfeeling. Heute sind wir wirklich wieder im Dorf. Pferde, Kühe, sehr wenig Menschen, Traktorfahrer. Genau dieses Klischee. Aber sehr schön. Wirklich sehr schön. Sehr idyllisch. So, kommen wir zur Supplement-Routine. Immer hier Ingwer, ihr wisst, Schwarzkümmelöl. Dann jeden Tag E3K2, auch im Sommer 365 Tage. Athlete Stack, Solid Joints, so Kurkuma und Kollagen und sowas drin. Omegas und im Daily ist auch mein Kreatin noch mit gleich mit drin, aber auch gleich Glutamin. Ist gut für die Verdauung etc. Also Kreatin müsst ihr dann auch nicht immer das separat holen, sondern wenn ihr es daily holt, dann habt ihr auch eure Tagesdosis an Kreatin mit drin. Super. Mit meinem Code könnt ihr immer maximal sparen. All day, every day, Eier. Und es geht über Eier. Marmelade. Ich finde Marmelade, Digga. Was möchtest du dazu essen, Adit? Raps. Raps? Mhm. Bruder, ich wurde überall gestochen, ja. Hier, hier. Oh, die sind gut. Geistkrank, ja. Juckt übertrieben. Überall juckt. Vielleicht habe ich deswegen auch unruhig geschlafen gestern. Einfach nicht so wie sie. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, vielen Dank. Meine Mutter ist Lehrerin, die kennt das mit. Ja? Ja. Ich höre, heute ist sogar alle geworden. Ja, ja. Perfektes Timing. Die, sehr, sehr geil. Diese Teile zum Thema Essen sind auch immer wunderbar. Super. Voll super, ja. Super. Ja, aber das glaubt schon. Sehr cool, sehr, sehr cool. Oder sowas, er hat mich immer geistkrank, ja. Wenn Eltern kommen, weiß man, dass man ein bisschen was richtig macht. Gib mir auch mal. Wir haben wieder neuen Honig bekommen, ja? Voll cool. Eine Familie aus der Schweiz kam hier mit dem Camper. Ich dachte kurz, okay, ist jetzt hier offiziell Campingplatz? Ich dachte auch erstmal, wir waren auch eine Campingtour gemacht. Waren auch in Porto und der Papa kam dann hier. Ich dachte, okay, vielleicht will er fragen, irgendwie, ob es hier ein offizieller Campingplatz ist. Und dann kamen die Söhne auch dazu. Ich habe mich sehr geschämt, ja, dass ich da so stehe mit dreckiger Hose und so. Es war irgendwie voll ein bisschen kurz unangenehm. Aber ja, sehr lieb, sehr nett gewesen. Haben rote Beete und Honig vorbeigebracht. Immer schön sowas. Und die gucken auch die Serie, haben sie gesagt. Ja, safe. Auch cool. Die Mama meinte, also die Mamas wohl Lehrerin. Fand das auch sehr cool, was man da macht, dass man es der Jugend was Gutes mitgibt. Das ist ja auch der Sinn der Sache. Viele denken immer, man will immer so selber zeigen, was man ein krasser Typ ist oder so, aber das ist ja eine Sache, die man der Jugend oder den Leuten was mitgeben will, weißt du, von der Reise. So eine gute Message, sich jetzt nicht so selbst profilieren. Das ist immer cool, wenn sowas ankommt. Papa läuft auch Marathons. Auch krass, aber so Ultra-Trail-Running macht der, ne? Irgendwie so 170 oder was? Genau, da gibt's so diese 30-Stunden-Rennen. Nee. Wo du dann halt so durch den Trail läufst. Auch geil. Jetzt haben wir Bock drauf, so ja, ausprobieren. Gibt noch einiges, was man machen kann. Bro, du weißt doch, was wir machen wollen. Nee. Also von daher. Was hast du da drauf? Banane? Auf der Dattel? Ja, ja. Nehmen wir jetzt hier noch so Mousse. Süß. Geistkrank. Oder besser als Snickers als alles andere. Darauf dann noch so Mandelmus oder irgendwas. Ich glaube, gesündeste Süßigkeit, die man essen kann. Wow, wow, wie. Also die beiden, also Hazelnut Nougat. Guckt euch mal diesen Kern an. Einfach diese flüssige Dings Protein Nutella. Schmeckt offiziell wie Dings Bueno. Verrückt. Mhm. Super.
weil sich das noch jemand gewünscht hat in den Kommentaren, dass aus dem Bett genug Gute Nacht gesagt wird. Gute Nacht, wir sehen uns morgen. Super Sinnes. Ups. Erstmal einen Flachkörper machen, oder? Gott sei Dank gibt es kein schlechtes Wetter, ne? Hm. Ah, super. So, Navi steht. Piep, 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 piep. Später, Mädels. Später. So, Leute, guten Morgen. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's heute super. Hab gut geschlafen. Ich bin gestern extra früh schlafen gegangen, weil die Nacht davor ich sehr wenig Schlaf bekommen habe. Aber mein Körper hat sich heute gut erholt. Wir machen wie gewohnt Meter. Ja, über Nacht durchgehend geregnet. Sehr regnerische Tage letzter Zeit. Aber ist angenehm für die Luft so. Auch dieses schwüle Wetter ist weggegangen. Also es ist wirklich angenehmes Wetter. Bin hier gerade wieder schön auf dem Feld. Füße sind wieder plitschnass schon nach gefühlt einer Minute gewesen. Aber egal. Passt schon. Ach, boah, Alter, ich bin Schütze rein. Mal sehen, was wir heute alles so schönes sehen werden. So, ich bin jetzt hier in so einer kleinen Gasse rein. Davor war so eine kleine Kleinstadt. Jetzt geht es hier so ein bisschen hoch. Jetzt sind hier so sehr viele Felder. Ich glaube, hier wird auch Wein und sowas angebaut. Ich habe von sowas keine Ahnung, aber es sieht ganz danach aus, weil da überall solche Schilder sind. Ich habe mir auch die letzten Tage Gedanken gemacht über diese Möglichkeit, die vielleicht besteht, dass man zu den Olympischen Spielen gehen könnte. Und ich sage euch ehrlich, ich krieg so ein bisschen Gänsehaut, wenn ich daran denke, dass ich vielleicht irgendwo einen kleinen Teil dazu beitragen kann und da so Einblicke kriegen kann, auch erfolgreiche Sportler sehen kann, mich mit denen austauschen kann und euch auch mit coolen Content hoffentlich euch coolen Content dort zeigen kann. Wie gesagt, steht halt zwar noch nicht fest. Vielleicht klappt's nicht. Aber ich glaube, das wäre schon eine coole Sache eigentlich. Klar, man würde vielleicht ein paar Tage verlieren, weil man halt dann da sein müsste, für ein paar Tage in Paris bleiben müsste. Aber ich glaube, das ist so eine einmalige Gelegenheit, die ich vielleicht im Nachhinein bereuen würde, wenn ich das nicht machen würde. Allein nur von den Einblicken her. Aber mal gucken. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ich werde euch hier auf dem Laufenden halten. Hier geht's gerade die ganze bergauf. Sehr steiniger Weg. Wieder Gefahr, dass man irgendwie umknicken könnte. Bin schon so ein bisschen weggerutscht. Ich bin schon öfters weggerutscht und rutscht direkt wieder weg. Kannst auch keinem erzählen. Aber mal sehen, was für ein cooler Weg das jetzt hier ist. Ja? Bisschen Trail. Glaube ich jetzt wieder ein bisschen Waldweg. Ein paar Höhenmeter sammeln. Guck mal, fleischfressende Pflanzen hat man sogar auch hier. Oder das ist doch eine. Sieht auf jeden Fall so aus. Cool. Leute, guckt euch die Aussicht an. Wow. Ich hoffe, das kommt so rüber, wie es hier gerade ist. Aber wunderschön. Das sind wirklich Einblicke fürs Leben, die man mitnimmt hier auf dieser Reise. Allgemein auch fernab von dieser sportlichen, mentalen Challenge. So diese Erfahrungen, die man hier mitnimmt. Dieses Unterwegssein, immer neue Orte sehen. Die Wege, die man durchläuft. Das sind so Orte, die man wahrscheinlich niemals gesehen hätte. So seit wann wäre ich durch diesen Waldweg hier gelaufen in meinem Leben? Und das ist halt wirklich nur möglich durch diese Sache hier. Und man muss sich diese Sachen eigentlich immer wieder bewusst machen. Und dankbar dafür sein, dass man, ja, das hier durchlebt. Schuhe sind voller Schlamm. Richtige Trailings. Muss hier langsam laufen. Alles sehr rutschig hier. Sehr rutschig, sehr schlammig. Hopp, hopp, hopp. Alter Falter. Boah, ich bin komplett mit meinem kompletten Fuß in diese Pfütze hier reingeflogen. Boah. Oder. Alter, mein Fuß ist voller Schlamm. Nächstes Mal muss ich irgendwie. Sie müssten eigentlich mal Laufschuhe rausbringen mit so Gummistiefel-Funktion irgendwie. Wäre mal was. Wäre mal eine neue Idee. Ich komme zwar gerade sehr langsam voran, weil es hier alles so matschig ist, so rutschig ist. Aber irgendwie genieße ich das gerade. Kommen so alte Kindheitserinnerungen auf. Immer wenn man so eine Pfütze gesehen hat. Das erste, was man daran gedacht hatte, ich will einfach nur reinspringen, ohne irgendwelche Gewissen. Ich genieße das gerade voll. Guys. Oh no. Puh. Alter, ich glaube schon, muss ich ausziehen hier. Wie war's? Eine Schlammschlacht. Geil. So eine Schlammschlacht, Digga. Steigung
Schlamm. War wirklich aber sehr geile Spots gewesen, ja. Also von den Eindrücken her und so. Mhm. War so ein, oben so ein Berg. Gänsehaut, sag ich ehrlich. Das sind die ganzen Weinfelder hier, ne? Das ist die Champagne. Ach, das war Wein? Ja. Yeah. Ich dachte auch, dass es Wein ist, aber ich war mir nicht ganz sicher, deswegen. Hier kommt der Champagner, ja. Champagner? Das war ein richtiger Trailer. Hört auch nicht auf mit Regen, ne? Wie sind die nächsten Tage eigentlich? Ich glaube, in zwei Tagen wird es wieder gut. Heute ist 90% durchgehend. 90%? Ja. Yeah. Das ist crazy. Das ist too bad. Und dieses Regengeräusch hören wir schon den ganzen Tag. Das ist geistkrank. Es ist jetzt noch nicht mehr wirklich ultra starker Regen, aber die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Heute auf dem Menü. Nudeln, Eier. Die Jungs haben noch Chicken geholt für sich. Ja, Nudeln, Eier. Thunfisch, Pesto. Dinkelnudeln mit Chicken reingemacht. Noch das Pesto. Und dann noch hier Kidneybohnen rein. Schön fatschi, schlotzig. Eiweiß, Carbs, Ballaststoffe. Schnell, einfach funktioniert, ja. Muss ich sagen. Vielen Dank fürs Kochen. Gerne, Jungs. Und guten Appetit. Guten Appetit. Setz dich doch, Bro. Setz dich doch. Nächster Vlog ist auch fertig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir essen jetzt noch und lassen den Abend ausklinken. Lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, würden wir uns sehr, sehr freuen. Und wir sehen uns dann am Mittwoch beim nächsten Vlog wieder. Super, sind's.